Kollege Aiwanger für die Fraktion der Freien Wähler ist schon am Rednerpult. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind gewählt, um die Interessen dieses Landes zu vertreten und die Interessen unserer Bürger zu vertreten und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern. Und wir sehen auf alle Fälle, dass das Thema Zuwanderung und Integration ja eine große Herausforderung für uns Politiker, aber auch für die gesamte Gesellschaft stellt. Und wir stellen fest, dass wir bei diesem Thema Zusammenhalt der Gesellschaft nicht dort sind, wo wir hin müssen. Und wir müssen leider auch jetzt schon im Laufe dieser Debatte feststellen, dass auch diese Debatte ja nicht dorthin führen wird, wo wir eigentlich eine Chance gehabt hätten, hinzukommen, ein gemeinsames Integrationsgesetz auf den Weg zu bringen, einen Vorstoß hinzubekommen, dass der gesamte Bayerische Landtag der bayerischen Bevölkerung zeigt, jawohl, wir sind handlungsfähig, jawohl, wir können gemeinsam auf uns zukommende Probleme lösen oder verhindern. Meine Damen und Herren, für uns als Freie Wähler steht das Thema Kommunen ganz im Mittelpunkt unseres Denkens und deshalb hat unser Integrationsgesetz auch den Ausgangspunkt darin gefunden, zu sagen, wir müssen die Kommunen ja da in die Macht versetzen, das umsetzen zu können, was wir gesellschaftspolitisch von den Kommunen erwarten. Und wir sehen ja draußen, dass es sich in den Kommunen entscheidet, ob die Integration gelingt, ob dieses Zusammenleben organisiert werden kann. Und da muss sich einfach der Staatsregierung vorwerfen, dieses Thema nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit zu sehen, irgendwo zu sagen, die Kommunen werden das schon hinbekommen, sie mit diesen Themen aber allein zu lassen. Und deshalb sind wir auch mit einem eigenen Gesetz hier ins Rennen gegangen, um zu sagen, an der Kommune entscheidet sich, ob das ein Erfolg wird, ob das zu steuern ist, ja oder nein. Und wir bleiben dabei, starke Kommunen sind Garanten einer gelingenden Integration oder es gelingt eben nicht. Meine Damen und Herren, wir müssen auch die Lebenswirklichkeit der Menschen draußen sehen. Die sind vorher schon angesprochen worden. Die Verkäuferin, nehmen Sie gerne noch die Lehrerin hinzu, den Polizisten, die Rentnerin, die Bürger draußen, wie wirkt diese Debatte auf Sie? Das werden wir erst am Ende des Tages, vielleicht auch morgen Mittag sehen. Wie wirkt das Thema Integration auf diese Bürger? Und wir müssen eben von diesen Bürgern aus auch Probleme im Vorfeld lösen. Und da stellen wir einfach fest, dass sowohl im Bereich der Schule, ein Stichwort, genügend Personal, um hinzukommende Migrantenkinder dort ordentlich im Schulalltag unterzubringen, nicht das getan wird, was getan werden sollte. Sie wissen, dass die Verwaltungsgerichte weiterhin danach rufen, mehr Personal zu bekommen, um geltendes Gesetz umsetzen zu können. Meine Damen und Herren, wir diskutieren neue Gesetze, bringen ideologische Schärfen rein und sind nicht in der Lage, geltendes Gesetz ordentlich abzuarbeiten, wenn wir uns zunächst mal darauf konzentrieren würden. Wenn wir uns zunächst mal darauf konzentrieren würden, dann wäre auch für die Bürger draußen mehr gewonnen, als hier mit ideologischen Endlosdebatten die Leute zu nerven, die Leute zum Abschalten zu bewegen und die Leute so weit zu bringen, irgendwo uns die Handlungsfähigkeit im Parlament abzusprechen. Also lösen Sie erstmal die Themen. Lösen Sie erstmal die Themen, die Sie lösen könnten und ich sage das nochmal an die Adresse der Staatsregierung. Es hat ja diesen ersten Vorstoß gegeben in der Staatskanzlei, Herr Huber. Wir haben uns zusammengesessen und es wurde von allen als fruchtbares Gespräch zunächst mal empfunden. Aber kaum war das Gespräch rum, wurde diese Gesprächsrunde politisch für gescheitert erklärt. Ja, zum Erstaunen aller derer, die an diesem Gespräch beteiligt waren. Und dann ging diese ideologische Flügelauseinandersetzung los, die ich heute aufs Schärfste verurteile. Meine Damen und Herren, wir erweisen der Demokratie und wir erweisen dem Thema Integration einen Bärendienst, wenn wir uns über ideologische Schlüsselbegriffe hier die Köpfe heiß reden, das versteht der Bürger draußen nicht. Das geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Lösen Sie erstmal die Probleme, die wir lösen können, die wir lösen müssen, bevor wir uns über diesen Schlagabtausch hier weiterhin verkämpfen und dem Bürger draußen zeigen, dieser Landtag ist nicht in der Lage, die Probleme der Menschen zu erkennen. Wir sagen als Freie Wähler weiterhin,
dass neben der Einhaltung des geltenden Gesetzes natürlich alles unternommen werden muss, um die Zuwanderer, die eine Bleibeperspektive haben, in diese Gesellschaft schnellstmöglich zu integrieren. Auch dort ist sehr viel zu tun im Bereich des Arbeitsmarktes, im Bereich der Bildung und dergleichen mehr. Auf der anderen Seite erwarten wir aber auch Konsequenz dahingehend, dass Menschen ohne Bleibeperspektive, die vielleicht schon den Abschiebebescheid im Haus haben, dass auch dort ordentlich und zeitnah Gesetz angewendet werden muss. Das mag menschlich nicht immer schön sein, das mag Tragödien auslösen, aber auch das will der Bürger von uns wissen. Sind wir dort in der Lage zu handeln oder drücken wir viele Augen zu und müssen uns am Ende den Vorwurf gefallen lassen, dass immer noch Identitäten ungeklärt sind, wie wir es ja immer wieder feststellen, auch 1,5 Jahre nach dieser Zuwanderungswelle, dass vieles noch nicht geklärt ist. Also all das muss abgearbeitet werden, damit wir den Menschen draußen sagen können, jawohl, die politische Mitte, dieses Haus ist in der Lage, dieses Thema Integration, dieses Thema Zuwanderung im Sinne unserer Bürger, im Sinne der Menschen da draußen zu lösen. Gehen Sie runter, und das ist mein Appell an beide Flügel, gehen Sie runter von einer ideologisch überhöhten Warte. Treten wir das Thema Leitkultur nicht in die eine oder andere Richtung so breit, ohne am Ende selber zu wissen, was man darunter versteht. Lösen wir die Themen, bevor sie zu Problemen werden. Denken wir vom Menschen aus. Bleiben wir dabei menschlich und human, damit wir Zuwanderung, damit wir Asylgesetz auch weiterhin für wirklich Verfolgte aufrechterhalten können, ohne eine gesellschaftliche Spaltung hinzubekommen, die momentan schon voll im Gange ist. Und das ist auch der Appell an die Damen und Herren von SPD und Grünen, an die CSU habe ich meinen Appell schon gerichtet, auch an dieser Seite die sozial Schwachen irgendwo politisch wieder mitzunehmen und diese Leute nicht irgendwo anderen Parteien zu überlassen. Vielen Dank.